Gute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Livestream. Und zwar habe ich mir mal gedacht, ich stelle meine Rathaus 8,5 bzw. Rathaus 9 Base vor, die ich jetzt hier die letzten 2-3 Monate benutzt habe. Viele haben mich danach gefragt, dass ich mal ein Video dazu machen soll, beziehungsweise generell, was kann man so als Rathaus 9er für eine Base bauen. Und jetzt im Hintergrund seht ihr das, es soll eine Anti-3-Sterne-Base werden, das heißt die Clanburg in der Mitte und nicht das Rathaus. Und dann habe ich hier verschiedene Corner, ihr seht das alle, alles in dreifacher Geschwindigkeit. Ich werde das dann nachher auch noch ein bisschen mit Musik hinterlegen, damit ihr einfach beim Base bauen relativ schnell das Ganze kopieren könnt. Und falls ihr dafür zu faul seid, könnt ihr natürlich auch gerne mal in meinen Clan besuchen. Da werde ich die Base Layout immer noch haben. Werde das Kürze dann mal hier kurz einblenden. Und dann könnt ihr da auch einfach die Base kopieren. Wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr die nicht nachbauen. Und ja, dann schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie die Base so bei euch gehalten hat, währenddessen ihr hier hinten im Hintergrund seht, wie es gebaut wird. Und dann melde ich mich zum Schluss nochmal wieder, wenn ich euch sage, wie ihr die Base verändern müsst, falls ihr das nicht als 8,5er machen wollt, sondern mit den beiden X-Bows. Ihr habt die schon platziert und wo die dann hinkommen, das erkläre ich euch dann nochmal zum Schluss des Videos. Burn me out, love just brings me down. Cold inside like winter leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you.
So, jetzt seht ihr hier nochmal das Space Building als Rathaus 9er komplett mit den beiden X-Bows gesetzt. Ich habe mir bei den X-Bow Placement gedacht, dass ich meine Clanburg weiterhin sehr zentral haben möchte, dass man sie nicht leicht locken kann, dass man mindestens, also mehr als ein Schweinereiter, beziehungsweise mehr als drei Loons und ein Ei, also mit drei Loons plus Eilzauber kann man eventuell hier auf den Boogie-Turm springen sie manchmal nach innen, hier auf die Kanone, dann auf den Boogie-Turm, dadurch geht's, glaube ich, kann man sie jetzt locken, aber so, das ist immer noch, soll relativ schwer fallen, die Clanburg zu locken. Immer natürlich noch der Bait, dass man hier über die Rathausseite kommen soll. Ich mache mir hier den Foto, hier über das Rathaus kommen soll, dass man dann hier quasi in die Base-Mitte reinkommt. Dann entweder einen Jump placen muss, hier über die Mauern. Und dann in der Base-Mitte drinnen steht und nicht weiterkommt. Das passiert ziemlich oft. Dafür sind dann perfekt die... hier die verbesserte Kanone, der Boogie-Turm, gegen so Hexenangriffe. Vielleicht gibt es auch nochmal, wenn man ganz weit unten ist, Go-Vibe-Angriffe. Habe ich alles schon erlebt, gerade in der Clan-Kriegsliga. Ja, möchte man da ja auch gegen solche Basen relativ gut standhalten. Für Laloon generell wird auch immer über die Rathausseite angegriffen, gegen den Luftfeger. Und dann hat man hier zum Schluss zwei Magiertürme, die dann immer den Laloon-Part halbwegs aufhalten sollen. Schwarze Minen sind immer in der Nähe von einer Luftabwehr. Hier außen ist eine gegen Queen Charge. Queen Charge ist relativ stark gegen die Base. Gerade, egal ob man das von 3 Uhr macht, 3 Uhr Queen Charges rein, sind relativ effektiv. Aber auch von hier oben, darum hier die schwarzen Minen außen. Und ja, ansonsten halt in der Mitte einmal Skelettfalle Luft, einmal Boden. Ja, sehr zentral das Ganze, also sehr viel Verteidigungsgebäude in der Mitte. Da soll auch richtig viel Damage kommen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die Rathaus 8,5, beziehungsweise jetzt mit den X-Bau. Die Base auf jeden Fall. Mir hat sie ganz gute Dienste geleistet. Ich hatte die jetzt hier bestimmt 2 Monate lang benutzt, wenn nicht sogar ein bisschen länger. Und ja, fand sie eigentlich relativ gut jetzt hier für die Clan War League. Habe ich mich jetzt so ein bisschen entschieden, Anti-Two-Star-Basen zu bauen, beziehungsweise so ein bisschen mehr das Rathaus in die Mitte zu schieben. Falls ihr das auch machen wollt, könnt ihr hier einfach den Tesla plus die Sprungfallen mit dem Rathaus tauschen. Warte, ich mache das mal ganz kurz, dass ihr hier quasi das Rathaus mit dem Tesla tauscht. So, ich hier den Held reinsetzt. So, King, die Fallen wieder zurück und hier wieder in die Ecke den Tesla. Dann habt ihr das Rathaus auch ein bisschen zentraler, wird immer noch in den meisten Fällen fallen. Also ist immer noch eine Anti-3-Star-Base, aber hält doch relativ stark. Gerade für YouTube-Verhältnisse werdet ihr da keine stärkere Rathaus 9-Base bekommen. Also falls ihr noch eine Rathaus 9-Base braucht für die Clan-Krieg-Liga, beziehungsweise Leute aus eurem Clan, dann zeigt ihn doch auf jeden Fall mal das Video. Würde mich freuen und wir sehen uns dann zum nächsten Livestream oder zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein und tschüss mit euch.